Hallo und herzlich willkommen zu Arctos Pharma. Heute müssen wir ein Holoband für Rose besorgen und ich renne natürlich wieder gegen. Was haben wir denn hier? Cedrics Liste. Ah, Moment, die hatten wir schon, oder? Den Bunker, wenn du zurück bist. Nochmal danke, dass du das machst, Ced. Das ist sehr mutig von dir. Ella. Moment, vorher. Aha. Buffout-Stimpaks, Bernsteinlinien und Knallkapseln. Na gut, nehmen wir mit. Und dann müssen wir hier rein. Ich hoffe, da ist nicht wieder so ein großes Geballer. Eigentlich wollte ich ja mal woanders hin. Wo denn? Da geht's schon los, ey. Kann ich das wieder leiden? Ich habe nämlich den Tipp bekommen, und das tut mir jetzt voll leid, mir fällt gerade der Name nicht ein, dass ich doch nach Batoga soll, um mir meine ballistischen Fasern dort kaufen zu können. Habe ich das im letzten Part oder vorletzten gesagt? Naja, jedenfalls Dankeschön, wer auch immer das war. Ich schreibe das dann nochmal im Kommentar. beziehungsweise in der Beschreibung, wenn ich das dann gefunden habe. Also nicht hier, sondern dann, wenn ich in Watoga bin. So. Und jetzt schauen wir uns hier in Ruhe um. Aua, so, runter da. So, Arctos Pharma-Handy, da ist doch was. Hier, das Auge schon wieder. Arctos Pharma-Augenbot. Arctos Pharma-Augenschrott mit Stahlschrott. Wo müssen wir jetzt hin? Jetzt bin ich wahrscheinlich hier komplett falsch. Und ich hätte natürlich, das fällt mir jetzt ein, ich hätte mich vorher vielleicht mal entleeren sollen. Boah, cool. Dafür haben wir aber eine Schlossknacken-Wackelpuppe. Geil. Ich überlege gerade, ob ich nochmal rausgehe. So ist Kralei. Und mich meiner Sachen entledige. Oder ich sammle einfach gar nichts ein, sondern suche wirklich nur nach dem Holoband. Wo wird das denn eigentlich angezeigt, wo wir hin müssen? Schön, dass die wenigstens kaputt gehen beim zweimal da oben. Da wird doch irgendwas angezeigt. Oder sind das wieder die anderen Quests? Ich hoffe nicht. Ich möchte jetzt hier auch nicht immer mich so lange aufhalten. Da sind wir reingegangen. Das ist auf jeden Fall, also hier ist auf jeden Fall richtig. Da oben ist auch noch einer. Ich habe dich gesehen. Au! Was gibt denn jetzt schon wieder Red? Immer Red, ey, wie gemein. Stahlschrotter, das brauchen wir nicht. Oh, hier ist auch noch einer. Na toll, den habe ich jetzt nicht richtig anvisiert bekommen. Oh, schön, wenn du da einfach bleibst. Geil. So, nachladen. Was haben wir hier? Medizin? Oh ja. Bitte Addictal. Nein, natürlich nicht. Aber wir können mal gucken. Hilfsmittel, Stimpak haben wir noch 13. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man ein paar kauft. Oder nehmen wir mal drei mit. So, ein bisschen Geld haben wir ja angespart. Bisschen was haben wir gerade schon verkauft. Und ich bin überladen? Nee. Gott sei Dank noch nicht. Oh, wie hübsch. Naja. Aber hier scheint nichts zu sein. Out of order. Hier ist auch nichts. Dann gehen wir weiter hoch. War hier auch noch was? Nee. Wo müssen wir denn dann hin? Ist das doch richtig? Mal gucken. Finde ein Holoband. Oh ja. Das ist richtig. Auf jeden Fall müssen wir hier lang. Ja, dann machen wir auf hier. Schauen, ob hier noch irgendwer ist. Hier? Nee. Ah, da hätte ich mich ja jetzt gefreut, ne, wenn das hier gewesen wäre. So, wo war das jetzt mit dem Holoband? Das da? Ja, dann müssen wir hier lang. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Oh ja, hier sieht gut aus. Oh ja, hier sieht sehr gut aus. Was ist das? Eine Kapsel? Oh, ist hier noch irgendwo ein Monster? Moment, aber da oben ist ein. Oh, cool. Bauplan. Schießpulver hätte ich auch noch gerne. Oh, jetzt nimm das doch. Ja, irgendwo ist hier noch einer. Hier da. So, der ist kaputt. Hat der noch irgendwas außer Stahlschrott? Nö. Dann schauen wir hier nochmal. Ja, Sicherung, glaube ich, ist ganz gut. Ist hier draußen noch was? Nicht, dass uns das Ding gleich hier überrennt. Da, hier vorne, da war es doch. Genau, müssen wir nochmal zurück. Hier, was ist das? Thorpe? 13:77 um 9:34 Uhr. Wiedergabe. Tessa, ich brauche bis 15 Uhr diese Berichte. Bist du fertig fürs Meeting? Höllisch nervös, aber quasi fix und fertig. Keine Sorge, wenn ich nicht wüsste, dass du das schaffst, würdest du nicht gehen. Seltsam beruhigend. Und das von dir. Sieh's als Kompliment. Du hättest den passenden Geschäftssinn und rechtlichen Hintergrund, um meinen Job zu machen. Ich wage sogar zu hoffen, dass du dieses Gespräch gerade aufnimmst. Das will ich weder bestätigen noch leugnen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass du dieses Unternehmen eines Tages leiten wirst. Du kriegst das heute schon hin. Bis später dann. Bis dann.
Okay, das scheint nicht das Richtige gewesen zu sein. Dann schauen wir mal hier. Verdammt gut. Wird sich nie selbst belasten. Das dürfte dauern. Die war ja noch gar nicht fertig. Oh, ich kann das immer leiden. So, Notiz an mich. Kommt da jetzt was? Ich sollte vielleicht mal ein Stimpack nehmen, sehe ich gerade. Aber da rennt doch schon wieder einer rum da draußen. Und wir sind überladen. Vielleicht sollte ich doch mal irgendwas wegwerfen. Das braucht doch eh keiner. Die benutze ich eh nicht. Haben wir noch? 2.13. Ja, dann tun wir das hier auch noch weg. So, neu. Was haben wir denn gerade bekommen? Da war doch gerade noch irgendwas. Notiz an mich selbst, oder nicht? Boah, haben wir viel Zeug eingesammelt. Kein Wunder, dass wir wieder überladen sind. Notiz an mich. Das ist doch Quest. Ach so, abspielen ging nicht. Tickets nach Pleasant Valley buchen. Und nach DC, für den Fall, dass Rita mir nachspioniert. Ach ja, und Rita soll die Köchin feuern. Sie hat meine ausdrückliche Abneigung gegen Essiggurken vollkommen ignoriert. Sie macht das inzwischen ziemlich sicher mit Absicht. Hä, wo denn? Ach, da oben. Boah, ist das gemein. Ja, irgendjemand muss ja putzen. Nicht kommen gehört? Jetzt muss ich gegen sie kämpfen. Tolle Nummer. Ja, tolle Nummer, finde ich auch ganz toll. Oh, so ein Mist, ey. Ach, du aus Pharma-Handy. Und, kaputt? Ah, dann schauen wir mal. Stahlschrott, nee, das brauchen wir ja alles nicht. Das Gute ist, hier oben können wir mal die Sachen hier verwerten. Dann brauchen wir das nicht alles mitschleppen. Der kann sowieso weg. Ah, wollte ich die jetzt weg haben? Ich weiß es nicht. Der kann auf jeden Fall weg. Der kann auch weg. Und die Rüstung eigentlich auch vielleicht. Lernen wir ja noch irgendwas Cooles. Das kann auch weg. Und das auch. Ja, hier Power-Rüstung. Das benutze ich nämlich eh nicht. Power-Rüstung. Das heben wir noch auf. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und jetzt ist das da drüben. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die Map gucken. Finde ein Holoband. Also zurück. Ist ja gemein. Da war ich doch gerade. Achso, hier hinten noch nicht. Schauen wir erstmal in den Koffer. Homeplate, was ist das? Was ist denn Homeplate? Plastik. Achso, Plastik ist gut. Im Mülleimer. Vorstandssitzung. Mal herhören, die Bedingungen sind lächerlich. Absurd. Ich unterschreibe nur, wenn wir mindestens 80% kassieren. Diese Bedingungen sind absolut einwandfrei. Seit wann sind Umweltgesetze und faire Löhne lächerlich und absurd? Sie wollen sich 30% vom Profit krallen, Lawrence. Du kannst mir mit fairen Löhnen kommen, wenn du auf deinen Bonus verzichtest. Komm schon, David. Wir müssen uns einigen. Unsere Partner werden langsam ungeduldig. Es muss doch möglich sein, zu verhandeln. Ich bin derjenige, der sagt, wenn es Zeit ist, zu verhandeln. Und unsere Partner sind ungeduldig, weil sie den Deal mehr brauchen als wir. Sie hoffen nur, dass uns das nicht klar ist. Also, zurück an eure Schreibtische und macht mir die 80% fest. Sonst könnt ihr zusammenpacken. Aha, das war also richtig. Ich habe geguckt, ob hier irgendwelche Monster sind. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe nur jetzt die Hälfte gehört. Ach, hier vorne ist das Ding. Oh, ich habe gar nicht nachgeladen. Aber jetzt, na komm. Da. Und nachladen. Und dann können wir uns ja eigentlich wegteleportieren. Was ist das denn hier? Gar nichts. Ah, hier drüben. Hier, den nehmen wir noch mit. Schön Plastik. Was haben wir hier drin? Mentals, cool. Flasche brauchen wir nicht. Ein Injektor. Ist da einer? Da schießt so einer, oder? Von oben wieder. Nee, doch nicht. Ah, hab ihn mir ersprochen. Tollwütige Maulwurfsratte. Konnte sich bestimmt tarnen. Oh, hier, Testprotokoll 12.3.78a14. Können wir uns auch noch anhören. Testlog 3.12.78a14. Augen wirken glasig. Blutdruck und Herzfrequenz des Subjekts sind verringert. Diese neue Lösung scheint eine vasovagale Reaktion in Subjekten mit komplementärer DNS zu bewirken. Keine weitere Verlagerung. Von den beobachteten Mutationen auf die Strahlung zurückzuführen ist
und wie viel auf die Verbindung, an der wir arbeiten. Ich verstehe nicht, wie Samsons die Freigabe für aerosolierende Tests erhalten konnte, bevor die Laborversuche abgeschlossen waren. Haben wir diese Hautkrankheit verursacht? Oder ist es nur eine Mutation? Und was ist mit denen, die ihren Verstand verlieren? Fantastisch. Die Sicherung ist gerade durchgebrannt. Dieser Winter fordert sein Tribut vom Labor. Ich werde mich lieber darum kümmern, bevor die Pflanzen erfrieren. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Rose. Hier scheint ja nichts mehr zu sein. Vielleicht noch im Schreibtisch. Oh, was ist hier drüben? Kochplatte. Ach so, nee, ja, das ist ja nun wirklich nicht hilfreich. Hier drüben noch irgendwas? Arctos Laborterminal. Na, das können wir uns ja nochmal anschauen. Hinweis, die Daten, auf die Sie auf diesem Terminal zugreifen, sind vertraulich und alleiniges Eigentum von Arctos Pharma. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Rechte verfügen, dürfen Sie diese Daten weder lesen, ändern, verteilen noch verwenden. Okay, dann klicke ich die an und ihr liest das selber durch. So, Tesla P3. Und Testlock P6. Tja, da war ja sowieso nicht viel drin. Ich glaube auch nicht, dass diese Dinger irgendwie besonders wichtig sind. Aber das ist wichtig. Obwohl wir jetzt so viel Zeug haben zum Schießen. Wir könnten, glaube ich, 20 verschiedene Waffen dabei haben. Und hätten immer genug Munition. Ja, ich würde sagen, hier waren wir ja vorhin, genau. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Moment, da liegt noch was. Oh, Hosenträger und Hose, schick. Hier waren wir hier doch nicht. Aber das Wichtigste haben wir. Moment, da hat was geleuchtet. Ach, das ist hier wieder von meinem, ach so, von meinem Cursor. Moment, aber was ist das denn? Event, Projekt, Paradies, was ist denn das? Mögliche Belohnungen? Schwierigkeit schwer. Teilnehmer 7. Locke harmlose Kreaturen in die drei Habitate. Empfohlene Stufe 50. Da würde ich ja trotzdem gerne mal gucken. Ich glaube, das war keine gute Idee. Achtung, Alpha-Raubtier. Sind die jetzt Level 50? Jetzt bin ich aber gespannt. Boah, krass. Ne, guck, mach den weg da, ey. Gleich ein Redaway bekommen zu Anfang. Wie geil. Wie funktioniert denn das jetzt? Bin jetzt hier alleine? Ich denke, da ist noch jemand anders. Aua. Boah, voll viel Red. Event-Projekt-Paradies. Ja, ja, das weiß ich ja. Oh, ich muss unbedingt nachladen. So. Radix, das ist natürlich richtig gut. Werden wir hier bestimmt auch brauchen. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Hier, da. Wo denn? Na unten. Hier hin. Aha, da sind sie doch. Oh Gott, sie sind alle so groß. Was bin ich denn jetzt? 32? Wo sind sie denn? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Was muss ich denn machen? Der hier? Nee. Worauf schießen sie denn? Hier, auf die da. Aua. Vielleicht mal hier ein Stimpack nehmen, ey. Da ist er. Boah, krass. Einfach mal reinlaufen. Scheiß drauf. Was ist das? Ist doch gut, ist doch gut. Was? Sollte ich vielleicht nicht machen. Oh mein Gott. Und dann kommt genau in dem Moment auch so eine Nachricht, weißt du? Aber da sind auch 241, weißt du? Und ich bin, was bin ich denn überhaupt? 32? Wo bin ich eigentlich gerade nach? Wollte ich jetzt gerade sagen? Brazil! Ich möchte meinen Schrott gern wieder haben. Wo bin ich denn lang gelaufen? Hier? Geil, wie das hier aussieht, ey! Aber das war falsch, oder? Ich weiß es doch nicht. Also vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Ich glaube, ich bin hierhin. Oh, was ist das Cooles? Ist das ein Begleiter von dem? Oh, wie geil! Zephyr Meyer-Lurk, Hochkönig. Krass! Oh, den will ich auch. Hier müsste, glaube ich, irgendwo meine Tasche liegen mit dem Müll. Das war, glaube ich, hier hinten, ne? Ich gucke jetzt einmal noch, ob hier irgendwo meine Sachen liegen. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, Pech gehabt. Ich habe jetzt aber auch echt nicht aufgepasst, ne? Wollte ich hier lang? War das hier schon? Ich glaube, das ist schon zu weit, ne? Tödliche Honigbestie, ey, voll heftig. Guck mal, hier liegt doch eine Tasche.
Breitseite. Ja, dann nehmen wir mit. Krass. Und wo ist meine Tasche? Och, nö. Ey, was renne ich auch überall rein, Leute. Aber war geil. Die hatten das schon fast fertig und ich konnte nur noch, ja, hier, ich mach mal mit, ne? Krass. Geil. Ich würde mich ja hier gerne noch ein bisschen umgucken, ne? Das sieht ja mega genial aus. Boah, voll heftig. Wie erinnert mich das voll an Jurassic World? Jurassic World. Das war auch so genial. Da war ich ja, ich gehe jetzt hier wieder raus. Da war ich ja auch im Kino, im Cosplay, schön bauchfrei. Als Ranger, das war so genial. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Rose, oh, jetzt bin ich so durcheinander gekommen. Das war richtig genial. Und dann wurden auch Fotos gemacht. Ich habe mich gefühlt wie ein VIP. Das war richtig geil. Ja, und dann kamen wir in den privaten Newsletter sozusagen. Naja, okay, wir waren zwei, die dann im Cosplay waren. Aber schon cool, ey. Wir sind auf jeden Fall aufgefallen. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich zu Avatar auch im Cosplay gehe. Ich glaube schon. Ich muss nur noch überlegen, ob ich das dann mit Farbe mache oder ob ich einer von den Bösen bin, weil Farbe ist natürlich immer ein bisschen... Naja, muss man natürlich auch aushalten, da irgendwie 3 Stunden dann mit Farbe beschmiert zu sein, ne? Dann überlege ich mir noch. Schön als Navi dann. Ich denke schon. So, ich will jetzt hier aber zu Rose. Jetzt habe ich mich wieder verquart. Ja, habt ihr toll gemacht, mich hier abgelenkt. Nachladen können wir ja trotzdem schon mal. Und jetzt zu Rose, ganz schnell. Das ist geil, ey. Event, voll cool. Und das kostet noch nicht mal was. Ich dachte, das kostet dann, wenn man mit Kronenkorken da hinreist. Der andere hat voll Daumen hoch gemacht, ey. Bestimmt nicht mir. Ey, hast du gut gemacht, hierher zu kommen. Schön Belohnung abgreifen. Voll geil. Der hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wer ist denn das? Wenn man diese Kleinen, die hier die Belohnung abgreifen wollen. Naja. Dafür musste ich meinen Schrott opfern, tja. Aber das kriegt man ja schnell wieder. Geärgert hätte mich das eigentlich nur bei ballistischen Fasern, weil die finde ich einfach nicht. Schade, dass es sie da nicht gab. So, aber jetzt hier weiter im Text. Rose! In Ordnung. Zeit, dieses kleine Projekt abzuschließen. Wie wurde aus dem Firmenleiter der Cutthroat-Anführer denn David? David hatte eben einfach alles. Führungsqualitäten und Charisma. Und obendrein war er groß, dunkelhaarig und gut aussehend. Ich glaube, es hat ihm gut getan, etwas Dampf abzulassen. Große Firmen und deren Personalabteilungen halten nicht viel von Mord. Na dann, dann hast du eh das Holoband. Oh, das wird interessant. Ich habe ehrlich gesagt nicht viele Dateien, in denen David und Rosalind über ihr Leben vor den Raidern sprechen. Ich höre nur mal kurz rein. Ja, das klingt nach David. Skrupellos wie eh und je. Zurück zum Geschäft. Hier und da ein bisschen schneiden, ein bisschen am Ton drehen und schon ist es geschafft. Jetzt müssen Sie nur noch am nächsten Sendeturm einen neuen Transmitter einrichten, damit wir das Werk ausstrahlen können. Okay, das geht klar. Du machst Witze, geht das nicht hier? Was hat das denn zur Folge? Wollen wir das wissen? Na, wir können ja mal fragen. Oh, nur mit einem Holoband eine Verbindung herstellen, damit ich die Nachricht senden kann. Nichts weiter. Na klar. Na, da habe ich das schon. Das habe ich doch schon mal gemacht. Das machen wir. Oh ja. Das Radiosignal von dieser Duchess wurde vor kurzem wieder aktiviert. Natürlich waren Sie das. Hier ist das Programm, das du am Sendeturm ausführen musst. Laden Sie es einfach und folgen Sie den Anweisungen. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit können Sie dieses alte Holoband zurückhaben, als Souvenir. Das ist ja nett. Du und sie, die kann sich aber auch nicht entscheiden. Flirtet die jetzt oder mag sie mich nicht? Seltsame Bettnachbarn, lade das Holoband, die Schaltung in den lokalen Funkturm. Und ich habe da unten noch irgendwo gesehen, wo war es denn jetzt? Das fehlende Glied. Schließe Rose Quest ab, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Also da ist auf jeden Fall auch noch irgendwas offen. Das muss ich dann aber noch raussuchen. Oh, hier ist schon wieder ein Event. Da will ich ja gerne auch noch hin. Was ist denn das? Schwierigkeit leicht. Teilnehmer 0. Was bekommt man möglicherweise? Ein Kochrezept. Aber wir sind ja eigentlich voll, ne?
Mal gucken, was haben wir denn hier noch so drin? 180. Ah, ich möchte da eigentlich gerne mal meine Sachen lagern, meinen ganzen Schrott und so. Trinkglas, Jukebox. Und was ist hier? Zigaretten? Ja, nee. Nee, wir machen jetzt hier wo? Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Moment, das ist seltsame Bettnachbarn in lokalen Funkturm. Ach so, ist egal welcher. Funkturm, ist das dann der hier wieder? Funkanlage. Nee, lokaler Funkturm. Der müsste ja hier irgendwo sein. Hier, das hier? Oh ja, lokaler Funkturm. Aber hier hinten haben wir auch noch nichts, ne? Hier, 32, cool. Hat der die gleiche Quest wie ich? Das wäre ja witzig. Da könnten wir höchstens hin. Ah, ganz ehrlich, wollen wir das mal ausprobieren? Komm, wir probieren das jetzt aus. Das ist leicht. Mr. Billingsley richtet eine Halloween-Gala aus und könnte deine Hilfe bei den Vorbereitungen gebrauchen. Eine solide Vorbereitung ist schließlich der Schlüssel zu einer rauschenden Party. So, mehr Info habe ich jetzt nicht. So, Event erlesene Gäste. Vorbereitung für die Halloween-Gala. Hier drinne? Oh ja, da wird auf jeden Fall irgendwas angezeigt. Dann schauen wir da doch mal rein. Halbwegs kompetent und arbeitssuchend sind, dann treffen Sie mich im Veranstaltungsraum. Okay, das machen wir. Habe ich daneben geschossen? Natürlich habe ich daneben geschossen. Ich sollte das nicht immer alles einsammeln, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht überladen. Ah, fein! Nein! Boah, sind das viele! Ob das eine gute Idee war, hier hinzugehen? Ich glaube nicht, ey. Lebt die noch? Boah, ich glaub das nicht, ey. Hab ich die verfehlt? Ich hoffe, die sind weiterhin so schlecht. Aua! Ich aber auch. Nö, mach die doch mal da jetzt. So, und jetzt die. Au! Boah, hat die mich weggeschoben? Mies, ey, jetzt schiebe ich dich weg. Nehmen wir das trotzdem mit, solange bis wir überladen sind. Da ist auch noch einer. Guck mal jetzt. Hier, abhauen. Abhauen gilt nicht. Abhauen gilt nicht. Aua! Haben wir ihn? Nee. Ah, ein ganz bisschen fehlt noch. So, jetzt. So, jetzt haben wir dich. Ich hoffe, hier kann ich gleich auch noch irgendwas verwerten. Stufe ab! Okay. Veranstaltungsraum. Ja, das tut mir leid, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie viel redet der jetzt wieder und so. Boah, voll viel Fleischhaufen und so. Bäh. Ja, wollen wir uns jetzt hier umgucken? Sie kennen mich vielleicht als Billingsley. Oh ja. Ach, der redet immer das Gleiche? Hier ist ja noch einer. Oh, jetzt macht euch ja schön auf den Arsch, ey. Wie gemein. Da, Todestamburin, cool. Bob. Da ist er doch. Ist hier noch einer? Erstmal kaputt machen die Leute. Hä? Also hier. Ja, ich bin ja da, aber da hat doch noch irgendwo einer geschossen. Bestimmt von oben, ey. Voll fies. Sag ich doch. Wie komme ich nach hoch jetzt? Au. Voll unfair. Alles kaputt hier. Ach so, 2 Minuten noch, um mit dem zu reden. Ja, dann hier interagieren. Du hast nicht mal auf meine Antwort gewartet. Ich kenne mich auch mit vielen tödlichen Waffen auf. Willst du wirklich jemanden so anstellen? Ich arbeite hart. Du wirst es nicht bereuen. Mit so viel Elan schaffen Sie es schon bald zum Nachwuchsrezeptionsassistenten. Also immer der Reihe nach. Unsere Gäste werden bald zur Halloween-Gala eintreffen. Aber mein Bedienpersonal ist weit und breit nicht zu sehen. Bestimmt faulenzen Sie wieder irgendwo rum. Sie müssen sie finden. Ich werde sie gleich zusammentreiben. Vielleicht ein andermal, genau. Und was mache ich, wenn ich sie finde?
Warum spielen alle Roboter eher in Appalachia verrückt? Das würde ich auch gern machen. Aber was mache ich denn, wenn ich sie finde? Teilen Sie diesen unfähigen Drückebergern mit, dass Ihre Schicht begonnen hat und Sie sich umgehend bei der Arbeit einfinden müssen. Sorgen Sie dafür, dass Sie sich zu Ihrem Posten begeben, ohne unterwegs gestört zu werden. Ja, dann werde ich Sie zusammentreiben. Ey, die Uhr tickt. Fahrhaft. Dann nichts wie los. So, gut. Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen irgendjemanden finden. Okay, dann gehen wir hier mal ganz schnell die Treppen hoch und dann machen wir die kaputt. Und ach, was weiß denn ich, was wir jetzt machen müssen? Ich habe eigentlich eher so auf die Uhr geachtet. Ich habe gesehen, dass sie die ganze Zeit weiterlief. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwen finden. Den hier? Nö. Erstmal hier den kaputt machen. Da. Oder müssen wir hier unter den Verbrannten die Ex-Köche und so finden? Das wäre natürlich auch noch lustig, ne? Aua, was hat der denn schon wieder gemacht? Irgendwas geschmissen? Warum schmeißen die eigentlich immer Sachen nach mir? Das wüsste ich ja schon gerne, ne? Natürlich daneben, ne? Und der auch noch daneben. Jetzt machen wir hier. Ich brauche nur ein Stimpack. Moment, habe ich keine Patronen mehr? Doch. Sah gerade so aus, als könnte ich keine Patronen nachladen. Wo denn schon wieder? Wieso sind das hier eigentlich so viele? Ich würde mich hier gerne mal umgucken. Dann nehmen wir jetzt alles mit. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt? 11 Minuten noch. Erlesene Gäste, hole das Roboter... Hä? Ach, ich muss Roboter finden, was ist das? Verbranntes Magazin. Das ist voll fies, ey. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen muss. Ich bin hier alleine. Warum hilft mir denn keiner? Sehen die nicht, dass hier ein Event gestartet wurde? Ey, fies. Au, au, au. Hier, erstmal den, oder? Den Boss. Boah, der fiel. Daddy-o, was ist das? Schnell mitnehmen. Hier ist auch noch einer. So, hier erstmal Stimpack, der ist tot. Dann nachladen, dann einsammeln und dann Psycho. So, ach, da drüben. Bin mir ja hier mal wieder falsch. Nicht aufgeblasen. Oh, warum nehme ich das eigentlich immer mit? Weil ich alles mitnehme und erst bin ich überladen. Ist hier oben jemand? Schnell was rausschmeißen. Waffen. Am besten irgendwie Waffen. Oh, die wiegen aber auch nicht viel, ne? Dann nehmen wir das hier, nehmen wir weg. Und einen Injektor nehmen wir auch noch weg. Wie viel haben wir? 220. Mistgabel ist auch Quatsch. Plasmamine. Ja, hier den Injektor kannst du auch weghauen. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Platz. So ist hier oben noch. Hier ist einer. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich arbeite? Sie kommen zu mir. Oh, und neuer Mitarbeiter in meinem Veranstaltungsraum. Hä? Will die Zähne haben? Wo haben wir jetzt einen? Das brauchen wir doch gar nicht. Ach so, das habe ich rausgeschmissen. Wo denn noch? Verstehe ich nicht. Hol den Roboter zurück. Das war doch aber nur einer. Ist jetzt hier doch einer dazugekommen? Ja, deswegen schießen die da unten auf wie die Bekloppten, oder? Geil, ey. Wo ist denn der hingefallen jetzt? Ist der kaputt? Ja, geil. Ich stehe hier einfach mal rum. Ja, schieß mich, wenn du willst. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, ist ja gut, ey. Krieg dich mal wieder ein. Ich versuche ja schon zu tun, was ich kann hier. 4 von 5. Wo ist denn der 5. jetzt? Da unten ist er doch. Achso, nee, das ist ein schon anderes Spieler. Beliebtheitsgrad 1. Das sieht aber schlecht aus. Hier unten, da. Ja, reparieren. Ah, Kellner reparieren. Achso. Und? Nun warte, bleib doch mal stehen, Junge. Reagieren. Geht nicht. 2 Stück. Ach so. Ja. Was immer du auch sagst, ey. Das ist auch noch ein Spieler. Oh, ich hab doch keine Ahnung, wie das geht. Ach doch mal. Zu da, ey. Oh, danke für eure Hilfe. Hol das Roboter. Ach so, da fehlt ja noch einer. 7 Minuten noch, also 8. Ja, hier, dann schmeißen wir die auch noch weg. Oder das reicht ja noch gar nicht. Aber wir können hier mal was essen, ne? Hier, das können wir essen. Und Karotte können wir essen. Und Hundefutter. Reicht das schon? 214, 213. Ja, und auf jeden Fall irgendwie noch was trinken. Trinken, trinken. Wo ist es denn?
Da ist es. Halt reinigen. Ist das hier richtig? Glaube nicht. Da fehlt doch immer noch einer. Wo ist denn der? Da, da ist er doch. Reparieren? Nee. Ist das der fünfte gewesen? Ist das ein anderer Spieler da vorne? Where one elf robot? Oder ist das zu weit? Nee, das ist ein anderer Spieler. Verstehe ich nicht. Der hat keinen Bock mehr, war. Aua. Da, 5-5. Dann war das gerade der letzte. Ja, das ist ja schön. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ey, das... Super. Hier liegt doch auch noch einer. Ach so, Kellner Alfred ist tot. Sie wurden an allen möglichen Stellen, innerhalb und außerhalb des Gebäudes verlegt. Na sauber, innerhalb und außerhalb. Einen Scherz. Finden Sie sie und decken Sie die Tische. Wenn Sie ein Beispiel brauchen, schauen Sie sich den Tisch in der Mitte an. Also Beeilung. Da, Besteck. So, wo muss das Zeug jetzt hin? Hier. Tischdecken. Gut gemacht. Gut gemacht. Sieht das nach einer richtigen Gala aus. Ja, Wahnsinn. Vor allem das Geile ist, wo laufen die anderen? Wo lauf ich? Ey, ich hab doch keinen Plan. Aber innen drin sollen auch welche sein. Hier, Salz und Pfeffer, glaube ich jetzt. Das nehme ich mit. Habe ich was zu essen? Hier drin irgendwo? Nö. Kommen die Viecher denn alle wieder? Ich hoffe nicht. I im Fleischsack bestimmt. Ah. Knochensäge. Ich finde auch keinen Hinweis, wo das sein soll alles. Moment, hier ist auch noch eins. Hier, da. So, das ist schön. Da haben wir noch einen gefunden. Schnell hinbringen, dass das schon mal hier liegt. So, hier Tischdecken, zack. Nummer zwei. Aua. Weiter so. Hier, Salz, Pfeffer klauen wir. hier hinter vielleicht? Nee, auch nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, aber Geld gefunden. Geld. Oh, und hier haben wir noch ein Holoband. Im Pro-Revolver sind wir wieder überladen. Oder hier war da auch noch irgendwas. Ein Terminal. Wollen wir uns das angucken? Ich habe doch keine Ahnung, wo ich jetzt hier noch suchen soll, ey. Hier? Hier unten vielleicht? Nee. Teddy nehmen wir noch mit. Ganz wichtig, den Teddy mitnehmen. Hier ist auch nichts, ey. Oh, Mann. Ja, mach du das mal. Und ich geh mal nach oben gucken, ob hier noch irgendein Keller rumliegt. Ja, schon irgendwie lustig, ne? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, was ist das denn hier? Okay. Ach, so eine Sucherleiste ist bestimmt wieder... Guys, that boy! Hat keiner von den anderen gesehen. Oder extra für mich liegen lassen. Das wahrscheinlich eher. Neuer, der keine Ahnung hat. Hier, da ist auf jeden Fall noch ein Teller. Das ist natürlich sehr schön. Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwie was liegt. Nee, dann gehen wir jetzt einfach runter. Hier, so, wo ist denn noch? Hier müssen wir auch. Hier, Tischdecken. So, sehr schön. Ja, ist ja gut. Wo soll ich denn noch suchen? Ich suche mal draußen. Ich suche mal jetzt auf der Seite. Ich habe auch nicht mitbekommen, wo die anderen sind. Hier ist auch noch so einer. Wanderer. Der muss weg. Wo soll ich denn suchen? Draußen hier irgendwo bei den Löwen noch? Hier hinter versteckt oder so? Das muss ja eigentlich irgendwie auch offensichtlich sein, wo es ist. Oh, ich hänge schon wieder. Ich bin überladen. Boah, das hat aber jetzt ordentlich... Hallo? Warte doch mal bitte. Ey, was wackelt denn hier die ganze Zeit? Ich will mal ein paar Sachen hier wegschmeißen. Bärenstark, was ist das? Boah, geil. Das ist bestimmt sowas wie, wie so ein Handschuh oder sowas. Der brutzelt da immer noch so vor sich hin. Hier war doch auch noch was. Da ist auch noch einer. Oh, nachladen wäre natürlich gut. Na, komm schon. Wie viel Zeit haben wir denn? 3 Minuten? Das schaffen wir nie im Leben. Unerwünschte, ja, tschüss. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Finde Besteck. Finde Tafelaufsätze und lege sie aus. Und unerwünschte Gäste, einer. Ey, das muss man dann aber auch wissen, wo die Sachen sind. Das kriegen wir in der Zeit doch niemals geschickt. Hier oben auch nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Also,
Das Event, das schaffen wir nicht. Das ist ja mies. Oh, hier habe ich noch einen gefunden. Das ist natürlich schön. So, Stimpack nehmen wir noch mit. dann loote ich lieber die Sachen ein. Und das Event ist ja sowieso dann gleich vorbei. Hier oben ist bestimmt auch noch was drauf, oder? Aufklärungspistole. Ja, das war's irgendwie. Können wir da noch überspringen? Hier liegt auch noch was. Nö. Nee, hier auch nicht. Untätigkeit. Ja, das tut mir ja auch leid, aber irgendwie. Hier ist auch nichts mehr. Können wir da noch irgendwo lang? Nee, auch nicht. Ist ja doof jetzt. Hier drauf springen? Liegt hier noch was? Auch nicht. Hm. Naja, 1 Minute 50, ne? Das ist auf jeden Fall ein Event, wo man über TS dann miteinander reden sollte. Oder über Discord. Oder per Telefon. Nö, auch nicht. Auch nicht. Hier vielleicht noch? Hä? Irgendwo fehlt doch noch ein Teller. Wo fehlt denn jetzt der Teller, ey? Wo fehlt er denn? Hier? Ach so, haben wir sie alle. Ach so, ich hab das gar nicht mitbekommen. Können die anderen das dann auch dahin legen? Das wäre natürlich auch cool, ey. Oh Gott, voll krass. 389. Das wird noch dauern, bis ich so hoch bin. Ist das jetzt hier fertig? Was war das denn? Schon wieder eine Granate? Voll viel Red bekommen. Voll krass. Komm, den tun wir auch noch weg. Boah, immer noch einen. Na, dann essen wir noch irgendwas. Hier, Blempen. Hat das gereicht? Nee, Fuchsfleisch. Auch nicht. Das hier noch? Die Karotte noch. Achso, das hat gereicht. Okay. Okay. War das jetzt fertig? Beliebtheitsgrad. Ganz, ganz schlimm. Okay, und jetzt? Hier war. Oh, der war unsichtbar. Hier, Verbrannter, der muss weg, oder? Hier ist auch noch einer. Aua. Ja, ist doch gut. Haben wir noch erledigt? Oder ist da noch irgendwas? Oh Mann, ey. Ich verstehe dieses Event nicht. Also so ein bisschen, aber mit der Person jetzt gerade nicht. Guck mal hier die Tür zu, ey. Und tschüss. Okay. Okay. Ja, bitte. Okay, erlesene Gäste. Und jetzt? Ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt. Das haben alles die anderen gemacht wieder, oder? Score bekommen. Schön. Aua. Sind hier noch welche? Wo denn? Da hinten. Hätte ich den gerade noch machen sollen? Was ist das? 10 Billion. Okay. Übertreib mal heftig. Ist hier jetzt noch irgendwas? Ich glaube, das war es jetzt aber. Oder Wasser können wir noch einmal mitnehmen. Wir kriegen ja jetzt kein Red mehr. Hier, was? Genau. Wie funktioniert das jetzt noch? Hiermit, ne? Moment, andersrum. Ah, nee, halt. Das war wieder falsch. Hier, da, genau. Ich mach mal hier so ein Herz. So. Und ich glaube, dann beende ich den Part. Ich komme hier sowieso gerade nicht klar und habe so viel Zeug, dass ich wieder zu irgendeiner Werkbank muss. Schau ich nochmal ganz schnell auf die Karte. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Irgendwo oben war das. Dies, das Plakat? Nee. Hier hinten. Genau, Holoban. Da treffen wir uns dann das nächste Mal wieder. Oder je nachdem, was unterwegs passiert. Tschüss.